Hey Leute, nach der Enttäuschung gestern mit den Autowaschanlage und Polo-Helm suchen, auch vergeblich, fahre ich heute zum Louis und gucke mir da andere Helme an. Und vielleicht auch nicht, gehe ich danach zu Mr. Wash in Ehrenfeld, weil ich eh schon ein Pech bin. Mal schauen, also bis gleich. Ich habe hier mal den Trip eingestellt, beziehungsweise auf Null gestellt, als ich vollgetankt habe. Ich will nämlich wissen, wie weit ich mit einer Tankfüllung genau komme. Ich werde es dokumentieren und ich werde dann nochmal so ein extra Video nur über dieses Gefährt machen, so quasi langzeittestmäßig. So Leute, ich bin da in Pesch bei Louis. Und ich hoffe, die haben meinen Helm da. Ich hoffe. Euch ist es wahrscheinlich schon aufgefallen, ich bin in letzter Zeit mit dem Roller hier unterwegs, weil das so viel Spaß macht. Es macht so viel Spaß und ich habe das Gefühl, ich habe so viel Nachholbedarf, mit so einem Roller zu fahren, weil ich das vorher nicht kannte. Was ist das denn Cooles? Der hat ja so eine Verkleidung. Der GSXS Verkleidung Kawasaki mit goldener Schrift, BMW F800S. Diese BMW-Maschine, die gucken wir uns mal schnell an. Diese BMW-Maschine, die sieht ja mal geil aus mit diesen Flügelmotoren. Ey, guckt euch mal den Motor an. Boah, ist das geil. Ich finde das Motorrad sieht einfach nur richtig geil aus. Oh, so eine alte Maschine, ja, hätte ich auch mal Lust drauf, auf so wirklich so ein richtig altes Moped. Da kannst du auch noch selber dran rumschrauben. Hier mit Vergaser. Da kannst du noch alles selbst dran machen. Boah, sieht die geil aus. BMW R oder so heißt sie, glaube ich. Gucken wir mal weiter. Yamaha. Ich glaube, das ist die MT-07. Yamaha sieht auch geil aus. Sieht auch schick aus. Ne, die MT-07 hat auch was. Schickes Teil. Das ist die Bandit. Auch geil. Ist alles geil. Was ist das denn cooles? BMW Touring mit Kardanantrieb. Boah, sieht bequem aus. Die Maschine ist bestimmt auch mega bequem. Auch eine alte Maschine. Boah, ich will unbedingt mal wieder was. Was heißt wieder? Ich hatte ja noch nie. Ich will mal was Altes. Das ist eine kleine Harley. Ich glaube, diese Harley fährt eine Frau. Guckt mal, wie tief die ist. Limited Edition. Boah, sieht die geil aus, ey. Boah, die sieht sexy aus. Mit einer schwarzen Kombi, schwarzer Helm, schwarze Handschuhe. Hammer. Mal an, ey, bitte, ich bitte euch. Ich würde mich da so gern draufsetzen, aber ohne zu fragen, soll man ja nicht. Schick. Was haben wir hier? Downtown, Kimco. Der Sitz sieht mega bequem aus. Ja, solider Roller. Ich glaube, das ist ein 125er, ne? Ich meine, das ist ein 125er, oder? Sieht eigentlich nach mehr aus als 125. Vielleicht ist es ja eine 300er. Ich finde meinen Roller aber geiler. Aber das ist auch ein cooler Roller. Also vom optischen her finde ich meine cooler, aber die fährt sich bestimmt genauso gut und ist bestimmt auch genauso bequem wie meine. Die sieht auch ein bisschen leichter aus. Ja, coole Maschinen, hat sich allein deswegen schon gelohnt. Aber die, boah, die ist geil. Also die, weiß ich, die gefällt mir richtig gut. Guckt euch mal ein Tacho an, einfach ganz spartanisch gehalten. Schick. Echt schick. Das ist meine. Hier, das wollte ich noch sauber machen. Der hat da eine Verkleidung drauf. Das ist eine MT-07. Ne, das ist eine Susi.
Sieht ähnlich aus wie die MT-07. Dann gucken wir mal weiter, was wir hier haben. Das ist eine Cover Ninja. Und da haben wir noch eine Harley. So eine ähnliche wie da hinten. Cool. Und das ist mein Gefährt. Das hat sich heute echt gelohnt. Ich habe viele Helme anprobiert wieder jetzt. Es gab hier eine coolere Auswahl als bei Polo, fand ich. Und genau, ich hatte mir ursprünglich den N87er ausgewählt, den ich ja sowieso schon hatte in weiß, aber halt ein schwarz matt hatte ich mir den dann halt ausgesucht. Dann habe ich so gemerkt, nachdem ich dann halt ein paar andere Helme anprobiert habe, dass es coolere gibt, die erstens cooler aussehen, finde ich, und auch angenehmer sitzen. Und wie gesagt, ich habe dann viele anprobiert und der mir am meisten gefallen hat, war der AGV K3. Dann habe ich gesagt, ob die den in meiner Größe haben. Ich habe erst den K1 anprobiert, der ist genau das, im Grunde genau ähnlich gleich wie der K3, nur dass der K3 einen Ratschenverschluss hat. Ich mag ja diesen anderen Verschluss nicht. Das dauert ja 100 Jahre, bis du den Verschluss dazu hast. Ja, dann haben die geguckt, da hat der Verkäufer geguckt. Der hat den Helm da gehabt, noch einmal, aber halt eine Kundenbestellung. Ja, geil, natürlich. Muss er dann halt nochmal jetzt bestellen und dann muss ich da nochmal hinkommen. Ja. Die Helme, die werden halt immer nur mit klarem Visier verkauft. Ich wollte aber einen mit dunklem Visier haben oder ein verspiegeltes. Oder ein farbiges sogar. Muss ich mir gleich nochmal gucken. Die haben halt da halt nur dunkle und silbern verspiegelt. Ich gucke nochmal bei AGV auf der Seite. Weil ich will so eine richtig coole Verspiegelung haben. Ne? So ein schwarzer Helm und dann eine richtig coole Verspiegelung. Ja. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, Leute. Ich werde euch berichten.